überragend. Die Sportschau des 30. Spieltags ist nicht irgendeine Sportschau, denn es könnte heute in Sachen Meistertitel die große Vorentscheidung geben. Außerdem ist nach dem 2:0-Sieg von Hoffenheim gestern über enttäuschend schwache Schalke das spektakuläre Champions-League-Rennen zwischen Platz 2 und Platz 6 immer noch in vollem Gange und in der Theorie ist sogar noch die komplette untere Hälfte der Liga abstiegsbedroht. Also was will man mehr? Es ist noch einiges drin in dieser FIFA-Bundesliga-Saison. Aber jetzt erstmal der Reihe nach. Wir beginnen in Gladbach heute. Wir erinnern uns an die Hinrunde, da gab es das Mysterium der schwarzen Katze. Und um optimal festhalten zu können, was im zweiten Aufeinandertreffen dieser beiden Teams so über den Platz läuft, ist auch heute wieder Dennis Höse am Mikro. Jetzt aber zum Sportlichen. Die Fohlen sind als Tabellensiebter sage und schreibe 16 Punkte von Rang 6 entfernt. Haben also nicht mehr die geringste Chance, sich international zu qualifizieren. In der FIFA-Bundesliga ist nämlich Platz 7 kein Europa-League-Platz. Die Roten Bullen mit 37 Zählern im Mittelfeld, punktgleich mit Nürnberg. Die spielen danach in Leverkusen. Hier ist aber natürlich offensichtlich viel mehr der Fokus auf Leverkusen als auf den Club. Denn heute ist ja der Tag, an dem die Werkself vorzeitig die FIFA-Bundesliga-Meisterschaft eintüten kann. Die Voraussetzung dafür: die Alker holt mit Leverkusen gegen Nürnberg 3 Punkte und Marco Vinkes gewinnt mit dem FC Bayern nicht. Der ist danach dran gegen den SV Werder Bremen. Im Hinspiel stellte Marco Vinkes in Form von einem 1:5 Auswärtssieg seine Kompromisslosigkeit mit dem FC Bayern unter Beweis. Und heute müssen aus Münchner Sicht natürlich wieder 3 Punkte her, damit man aus eigener Kraft eine wenn auch kleine Chance auf die Meisterschaft bewahren kann. Des Weiteren trifft der Breisgau auf Westfalen, Freiburg empfängt Dortmund und Jonas Pfuhr kehrt zu seinen Wurzeln zurück, gastiert bei seinem Ex-Club, der in einer mehr als prekären Situation steckt, denn man ist 8 Punkte hinter dem Relegationsplatz, mittlerweile 9 Punkte vom rettenden Ufer, Rang 15 entfernt. Danach gehen wir weiter in die Autostadt und schauen auf das Spiel Wolfsburg gegen Frankfurt, Platz 6 gegen Platz 15. Sprich für die Wölfe ein Pflichtsieg, um ansatzweise auf Champions-League-Kurs zu bleiben. Von Bedenken um die Königsklasse kann Frankfurt jedoch nur träumen. Mit einem Punktgewinn wäre man vorerst an den 96ern vorbei. Bei einer Niederlage ist man auf Schützenhilfe Düsseldorfs angewiesen. Und die sind im letzten Spiel dieser Sportschau beteiligt, spielen in Mainz beim Tabellenzehnten. Und die Karnevalsstadt braucht den Heimsieg, damit der Klassenerhalt dann auch wirklich in trockenen Tüchern ist. Es besteht nämlich tatsächlich für Mainz sogar noch eine, wenn auch sehr, sehr geringe Gefahr auf den Relegationsplatz 16. Die perfekte Chance also für Mainz, alle Skeptiker verstummen zu lassen, denn Düsseldorf ist vermeintlich leichte Beute. Erzielte in den vergangenen 10 Partien eine unterirdische Ausbeute von einem einzigen Zähler. Damit wären wir durch für die Ausgangslagen der 6 Partien. Es bleibt noch ein kleiner Moment, um auf die Social-Media-Kanäle der FIFA-Bundesliga hinzuweisen, um da immer auf dem Aktuellen zu bleiben, alles mitzukriegen rund um die Liga. Schaut gerne mal vorbei. Jetzt liegt aber erstmal der Fokus auf den heutigen 6 Begegnungen. Los geht's in Gladbach im Borussia-Park bei Dennis Höse. Samstagnachmittag und natürlich wurde auch in Mönchengladbach wieder gespielt. Im Borussenpark trifft Borussia Mönchengladbach auf die Mannschaft von RB Leipzig. Beide haben sich die Saison natürlich ein bisschen anders vorgestellt, wollten um die internationalen Plätze mitkämpfen, aber paar Tage bzw. paar Wochen vor Schluss ist bereits entschieden, beide Vereine international nicht dabei. Wir springen in die 9. Minute und da fällt bereits das 1:0 für die Mannschaft von RB Leipzig. Der deutsche Nationalspieler Timo Werner kann also hier die Unachtsamkeit der Gladbacher Hintermannschaft ausnutzen und zum 1:0 einschieben. Wir springen dann in die 13. Minute, Eckball der Gladbacher über Thorgan Hazard. Der geht ja zu Dortmund und der Ausgleich fällt und es ist wieder ein Nationalspieler. Matthias Ginter ist es, der den Ball hier zum 1:1 nach knapp 13 Minuten einköpfen kann. Also knapp eine Viertelstunde, 2 Tore, das lässt sich hier definitiv sehen im Borussenpark. Dann 20. Minute. Wieder mal die Leipziger in der Vorwärtsbewegung. Forsberg mit einem Schuss. Sommer schön pariert. Die Chance allerdings immer noch nicht vorbei. Und Sommer da also nochmal zum zweiten. Verdammt gut gehalten von Jan Sommer. Wo es ja auch Gerüchte gibt, dass er gegebenenfalls der Zweitkeeper bei Real Madrid werden könnte. Ob da was dran sein sollte, wird man im Laufe des Sommers sehen.
Die drauffolgende Ecke wird getreten von Halstenberg, ja auch Nationalspieler von Deutschland. Halstenberg bringt rein, Konaté kommt zum Kopf und das 2:1 fällt nach 22 Minuten. Also hier geht ordentlich mal die Post ab. 22 Minuten, 3 Tore. Als neutraler Zuschauer, was will man letzten Endes dort mehr? Auch wenn es um nicht mehr viel geht. 32. Wieder die Leipziger. Ein Fernschuss von Bruma. Sommer gehalten. Dann die Gladbacher vergeben hier die Chance in der 48. Minute. Sind also bereits in der zweiten Halbzeit. Dann Timo Werner mit einem Schuss aus der Ferne. Und der Ball ist drinne. Sommer chancenlos. Werner zum zweiten an diesem Nachmittag. Und darf sich hier nach 59 Minuten rum feiern lassen. Aus dem Stand kann er den Ball hier aus knapp 15 Meter einschießen. Dann Bruma wird im Strafraum in der 72. Minute durch den jungen Schweizer Elvedi zu Fall gebracht. Und da kann der Schiedsrichter nicht anders entscheiden. Das muss Strafschuss geben. Und auch hier die gelbe Karte für den jungen Gladbacher. Fällt also hier nach 72 Minuten die Entscheidung. Wir werden es sehen. Halstenberg wird zum Elfmeter antreten gegen Jan Sommer. Und Sommer pariert. Jan Sommer pariert und es bleibt beim 1:3. Dann 86. Die nächste Möglichkeit. Werner gegen Sommer. Sommer wieder mal der Sieger. Dann 90. Minute. 2:3. Fällt hier also noch. Ich weiß gar nicht jetzt, wer es letzten Endes war. Aber perfekt den Winkel getroffen. 2:3. Und wir sind schon eigentlich eine Minute über die Spielzeit drüber. Das ist das Stindl und das ist tatsächlich noch der Ausgleich. Junge, Junge, Junge. Eine Minute drüber und hier fällt auch der Ausgleich. Statt 1:4 steht es nach fast, ja, in der 94. Minute 3:3. Wer hätte das hier vor ein paar Sekunden noch geglaubt? Leipzig vielleicht die dominierende Mannschaft, aber Gladbach hatte Jan Sommer, die hier, oder beziehungsweise der hier wirklich ein paar Mal retten konnte. Und so geht also dieses Spiel am Ende 3:3 an. Und das ist dann doch so eine Sache, ja, was man bei beiden Mannschaften sagen muss, was sich so wie ein roter Faden durch die Saison gezogen hat. Man hat dann doch zu viele Spiele hergeschenkt und letzten Endes den Kampf um Europa verloren. Jetzt wird man natürlich gucken, beziehungsweise beide Vereine probieren natürlich die Lücke auf die Vordermannschaften, auf Wolfsburg, auf Dortmund und wie sie alle heißen, etwas noch zu verkleinern. Das war's also aus München-Gladbach. Es geht oder beziehungsweise bleibt beim 3:3 und wir gehen weiter ins nächste Stadion. Machen wir es ganz kurz. Gewinnt Bayer 04 Leverkusen dieses Spiel gegen den 1. FC Nürnberg und gleich gewinnen die Bayern nicht gegen Werder Bremen, dann haben wir unseren ersten FIFA-Bundesliga-Meister. Es deutet ja eh alles darauf hin, aber es ist eben noch nicht sicher. Die Nürnberger in den weißen Trikots von rechts nach links von Beginn an überfordert. 14 Minute Kevin Volland mit der ersten guten Möglichkeit. Es dauerte dann 17, bis er das 1:0 erzielte. Volland, der Leverkusener Offensivmotor, für so viele Tore zuständig, ob per Abschluss oder per Vorarbeit. Er ist da vorn einfach der offensive Antreiber, findet die Lücke, setzt sich gut durch und vorbei an Martinha zum 1:0. Die Richtung war schnell klar, Leverkusen nahm das hier sehr ernst und so spielten sie auch. Kai Havertz, 38. Minute, 2:0. Die eigene Arbeit wurde konsequent und verantwortungsbewusst absolviert. Nochmal Volland, 3:0, 44. Minute. Die Nürnberger, die Franken helfen die Bayern wohl zumindest heute nicht. Zweite Halbzeit, Minute 50. Nochmal die Nürnberger und die erste, ja, dann besonders gefährliche Möglichkeit des Clubs und auch die einzige. So, dann wurde es nochmal schön. Pereira verliert ihn hier. Bender macht das dann ganz fein und legt ihn quer auf Leon Bailey zum 4:0.
Es war ein richtig gutes, souveränes Spiel der Leverkusener. Eins, auch wenn es heute nicht klappen sollte, das untermauert, dass sie die beste Mannschaft der FIFA-Bundesliga sind. Trainer Dialka einfach ein richtig, richtig starker. Und das war das Endresultat nach 90 Minuten. Bayern 0 für Leverkusen macht ihre Arbeit und sie gewinnen mit 4:0. Und jetzt die große Frage, was machen die Bayern? Wir warten auf Antworten. Wir werden sie bekommen. Martin Stuber ist nämlich in München und gibt uns die Updates gegen Werder Bremen. Geben die Bayern den großen Spielverderber oder stibitzt der SV Werder Bremen am Ende dieses eine Pünktchen von der Säbener Straße um Bayern 04 Leverkusen schon am 30. Spieltag zum deutschen Fußballmeister der FIFA-Bundesliga zu machen. Die Bayern haben es in der eigenen Hand. Mit einem Dreier vor heimischem Publikum würde man auch weiterhin die rechnerische Chance auf die Meisterschaft offen halten. Rein ins Spiel, dritte Minute, Eckball Coman, Kopfball Lewandowski. Der Pole lässt das Gebäck zum ersten Mal erzittern. Die Bayern hatten hier durchaus Bock, die Meisterschaft noch ein bisschen offen zu halten. Gnabry dann enteilt. Klaassen, der kommt überhaupt nicht hinterher. Gnabry mit dem Auge für Robert Lewandowski. 10. Minute. Der haushohe Favorit führt. Leverkusen hat seine Hausaufgaben gemacht, haben wir gerade gesehen. Gegen Nürnberg gewonnen. Man braucht allerdings Schützenhilfe von den Bremern, damit man heute schon feiern darf. Die Bayern sagen so nicht. Lewandowski eiskalt nach 10 Minuten. Und es ging weiter in eine Richtung. Kingsley Coman super angespielt. Nach 19 Minuten zum 2:0. Und die Münchner stellen die Weichen frühzeitig auf Heimsieg. Bremen auch in dieser Situation wieder viel zu weit weg. Das ist gut und einfach und schnell gespielt. Über Thiago und Lewandowski kommt der Ball zum Franzosen und für den ist das dann nur noch Formsache. Nächste Möglichkeit, Zuckerpass von Goretzka wieder in Richtung Kingsley Coman, Pavlenka. Diesmal auf dem Posten, Gnabry scheiterte dann. Im Nachschuss von Bremen kam überhaupt nichts. Dann hoppla, auf einmal ist Grün-Weiß im Strafraum der Bayern. Das ist Maxi Eggestein, stellt auf einmal auf 1:2. In Bremen keimt Hoffnung auf und auch in Leverkusen keimt Hoffnung auf. Noch ein Tor sind die Werksel vom Titel entfernt. Rein geht's in Halbzeit 2, die Bayern mit Wut im Bauch. Kingsley Coman wieder viel zu viel Platz, macht den Robben. Pavlenka noch auf dem Posten und dann Alphonso Davies mit dem Abpraller. Stellt den alten Vorsprung wieder her. Und der Sekt in Leverkusen muss wohl noch eine Woche kaltgestellt werden. Bremen hatte ein, zwei gute Möglichkeiten nach der Pause. Doch ist dann wieder einmal zu weit weg und Davies stellt auf 3:1. Bremen machte dann auf, probierte alles und das gab natürlich dann Räume für die Bayern. 70. Minute, Kontermöglichkeit, Lewandowski. Auf und davon scheiterte an Pavlenka. 10 Minuten später dann Alphonso Davies. Macht's besser, der US-Amerikaner. Zweiter Treffer. Die Bayern gewinnen ihr Heimspiel. Davies stellt auf 4:1. Und bei Bremen, man torkelt einer verkorksten Saison am Ende entgegen. Es ist schon der dritte Trainer auf Seiten der Norddeutschen. Tobias musste nach 5 Spielen schon wieder gehen. Nur ein Pünktchen. Darunter dann auch eine Niederlage gegen das Schlusslicht aus Freiburg. Heute ist ein Interimstrainer auf der Bank, der allerdings mit einer schwachen Leistung Finn Bartels nach 78 Minuten nochmal mit einem Torabschluss. Mehr war nicht. Die Bayern vergaben nochmal Chancen am Fließband. Eine davon, Alphonso Davies, schafft es nicht, Lewandowski mit einzubeziehen. Das war es dann allerdings auch. 2 Minuten gab es oben drauf. Die sind in diesem Augenblick rum. Die Bayern erledigen ihre Hausaufgaben. Gewinn 4:1 gegen den SV Werder Bremen. Und Leverkusen muss damit also noch eine Woche warten. Hat nächste Woche dann im Topspiel gegen den FC Augsburg die Chance mit einem Pünktchen dann deutscher Fußballmeister der FIFA-Bundesliga zu werden. Die Bayern machen den nächsten Schritt in Richtung Champions League, distanzieren vor allem die Verfolger aus Hoffenheim und Schalke fürs Erste auf weitere 3 Punkte. Weiter geht's in der Sportschau. Viel Spaß. You
Der FC Bayern München hat vorgelegt, Borussia Dortmund muss nachlegen und Freiburg will noch irgendwie diesen Abstieg verhindern und braucht ebenfalls diese 3 Punkte. Der 30. Spieltag zwischen diesen beiden Mannschaften, es ist fast schon eine Schicksalspartie, denn beide benötigen 3 Punkte, um ihre Ziele zu erreichen. Doch es ist klar, wer die Richtung bestimmt. Es ist Borussia Dortmund in der 9. Minute mit Paco Alcácer. Und dieser Alcácer, nach 27 Minuten bringt er Borussia Dortmund in Front. Außerhalb des 16ers zieht er ab, flach in die untere Ecke platziert. Schwer für Schwolow, auf den zu halten, aber nicht unmöglich. Und kurz vor Ende des ersten Durchgangs hat dann auch noch Pulisic seine Chance. Es bleibt aber beim Pausenstand von 1:0. Dieser Pulisic bringt eine Flanke auf Jadon Sancho nach 55 Minuten und Marco Reus vergibt einen hochkarätigen nach einer guten Stunde. Freiburg mit einer Chance durch Vincenzo Grifo. Roman Bürki zeigt aber, wo der Hammer hängt. Dann die beiden eingewechselten Rafael Guerrero und Mario Götze im Zusammenspiel 2:0 für Borussia Dortmund. Beide erst vor wenigen Augenblicken aufs Spielfeld gekommen und die beiden harmonieren perfekt. Götze, dann der Ball auf Marco Reus, 76. Minute, Dortmund 3:0 vorne. Die 3 Punkte für Dortmund und der Anschluss auf die Champions-League-Plätze, es bleibt bestehen und Freiburg, ja, man kann sich schon drauf gefasst machen. Die zweite Liga, es wird's wohl sein im nächsten Jahr. Und Dortmund hat noch nicht genug. Götze, langer Ball auf Rafael Guerrero, 79. Und sie packen noch einen drauf. 4:0 Freiburg heute, einfach nur chancenlos. Das Fazit dahergehend, Dortmund macht klar, dass sie auch nächste Saison in der Champions League spielen wollen. Und Freiburg, gut, der Abstieg, der wird wohl besiegelt sein. Ich kann es nur immer wieder betonen, es ist einfach nicht das, was die Freiburger auf den Platz hinbringen müssen, damit es reicht, um die erste Klasse zu halten. Damit bleibt es Freiburg 0, Dortmund 4 und somit zur nächsten Partie, wo es noch um einen Champions League Platz gehen kann. Nach dem Hoffenheimer Sieg über Schalke im Topspiel ist der Rückstand auf die Champions League Plätze für den VfL Wolfsburg auf 4 Punkte gestiegen. Ein Sieg gegen Eintracht Frankfurt heute ist also Pflicht. Ab ins Geschehen. Wolfsburg hat den besseren Start, erste gute Chance. Trapp verhindert Schlimmeres, aber in der 3. Minute gibt es 11 Meter. Martin Hinteregger geht hier gegen Weghorst zu rustikal rein. Klare Entscheidung. Das ist ein Ding für Kapitän Maximilian Arnold. Es läuft gerade mal die 4. Minute. Arnold gegen Trapp. Sieger ist Arnold. Der Captain bleibt eiskalt vom Punkt und verliert Kevin Trapp. Wolfsburg führt früh. Das passt Frankfurt natürlich so gar nicht und Wolfsburg bleibt die gefährlichere Mannschaft. Wout Weghorst, nächste Riesenchance. Der VfL lässt beste Chancen in der Anfangsphase liegen und dann kommt auch mal die Eintracht über diesen Kopfball von Philipp Kostic. Weiter geht's. Der VfL im Offensivgang. Felix Klaus und die nächste Riesengelegenheit. Wir springen in Halbzeit 2. Eintracht über Luka Jovic und aus dem Nichts, aus dem absoluten Nichts, der Ausgleich. Sebastian Allaire hat's gemacht und das trifft den VfL Wolfsburg natürlich eiskalt. Ganz bitter, nachdem der VfL beste Chancen liegen gelassen hat. Weiter geht's mit dem VfL im Offensivgang. Kevin Trapp, nächste vergebene Großchance. Doch der VfL möchte jetzt unbedingt das Führungstor machen und es gelingt auch. 72. Minute, Yunus Malli erlöst die Wolfsburger Fans. Überragender Schlenzer vom Ex-Mainzer. Und der VfL legt in der Schlussphase nochmal einen nach.
Joshua Gilavogi hat's gemacht. Er erlöst den VfL und besiegelt den Pflichtsieg gegen Eintracht Frankfurt. Der VfL Wolfsburg macht also seine Hausaufgaben, gewinnt gegen den abstiegsbedrohten SGE mit 3:1 und verkürzt auf 1890 Hoffenheim mit einem Punkt. Mainz gegen Fortuna 95. Die Fortuna, sie wollen vom Relegationsplatz runter. Da stehen sie schon etwas länger. Die haben 10 Spiele in Folge nicht gewonnen und nur eins davon unentschieden gespielt. Und Mainz seit 7 Spielen ungeschlagen. Es war eine schwere Aufgabe für die Düsseldorfer. Und Mainz, die legten los wie die Feuerwehr. 27. Minute, Boetius auf Alexandru Maxi. Mainz 0 ausgespielt. Und Rensing musste das erste Mal hinter sich greifen. Der Rumäne mit der Führung für die Mainzer. Und es dauerte bis zum zweiten Durchgang. Dann hatte Boetius seinen Glanztag. Der tanzt die gesamte Stuttgarter Abwehr schwindelig. Er bereitet das 1:0 durch Maxim vor und das 2:0 erzielt er selber. Und das war so überragend. Wir sehen es hier nochmal in der Wiederholung. Leider nur den Abschluss, wir sehen nicht das Ganze, aber das war überragend ausgetanzt. Dann 2:0, Maxim auch mit einem Sahneschuss und mit seinem Doppelpack. Der Rumäne stellte früh die Weichen auf Sieg und macht dann spätestens hier in der 55. Minute den Deckel auf die ganze Partie durch drauf. Und für die Mainzer war das noch nicht genug. Boetius, der tanzt wieder gegen 2. Spielt rein auf Danny Latzer. Danny Latzer mit der Flanke auf Gibbermann. Und Gibbermann mit dem Kopfball. Da sieht Rensing auch schon ein bisschen unglücklich aus. Da kann er vielleicht noch rankommen. Aber Gibbermann steht auch nah dran. Und auch die Zuordnung in der Abwehr der Fortuna stimmt nicht. Man sieht einfach, wie durcheinander diese Mannschaft ist. Sie hatten eigentlich die Chance jetzt auf Platz 14 vorbeizurücken, weil Eintracht Frankfurt nicht gewonnen hat, weil Hannover 96 nur unentschieden gespielt hat, aber sie nutzten sie nicht. Und das 4:0 war noch nicht alles. Levin Öztunali, die Fortuna-Spieler rennen sich gegenseitig um. Und so kann Öztunali das ausnutzen, macht das 5:0. Ja, Rensing sieht da wieder absolut nicht gut aus. Sie sehen es da, Kern Ayhan und er rennen sich gegenseitig über den Haufen. Und so Mainz mit dem 5:0. Luke Bacchio, der probiert hier nochmal was, packt ein paar Tricks aus, aber nagelt seinen Schuss nur an die Latte. Das heißt, es gab nicht mal einen Ehrentreffer für die Fortuna. Und im Anschluss ging es dann auch nicht weiter. Der Schiri beendete diese Partie nach 3 Minuten Nachspielzeit. Und Mainz mit einem überzeugenden Sieg, mit einem 5:0. Und für die Fortuna heißt es an der Stelle einfach nur das Ergebnis aus dem Kopf rausschütteln und hoffen, dass man seine 4 Punkte Vorsprung nicht einbüßt, weil Augsburg morgen in der Konferenz spielt. Und damit sage ich, damit verabschiede ich mich bei Ihnen und gebe zurück ins Studio. ...28 Tore in den 6 Samstagspartien des 30. Spieltags kann sich sehen lassen. Schauen wir nochmal ganz in Ruhe alles chronologisch durch. Zu Beginn also das 3:3 Remis zwischen den Fohlen und den Roten Bullen. Danach mal wieder ein Kantersieg der Leverkusener vor heimischem Publikum. 4:0 gegen Nürnberg und trotzdem reicht's noch nicht zur finalen Meisterschaft. Denn der FC Bayern macht ihnen einen Strich durch die Rechnung mit einem 4:1 Heimsieg gegen den SV Werder Bremen. Auch Dortmund meldet sich noch zu Wort. Mit einem 4:0 beim Schlusslicht SC Freiburg stellen sie den alten Abstand auf Platz 4 wieder her, sind den Sinsheimern direkt auf den Fersen. Und auch die Wölfe, die einen 3:1 Sieg für sich verbuchen durften, sind wieder nur noch einen Punkt von Platz 4 entfernt. Und damit eine unglaublich spannende Ausgangssituation im Kampf um die Königsklasse in den nächsten Wochen. Zwischen Platz 3 und Platz 6 sind jetzt nur noch 2 Zähler und der FC Bayern hebt sich ein bisschen ab vom Rest der Kontrahenten, stocken ihr Punktekonto auf 66 auf und machen einen großen Schritt in Richtung Vizemeisterschaft.
Zum Schluss garantiert ein 5:0 Erfolg mit 4 Toren in Halbzeit 2 den Mainzern den Klassenerhalt. Damit sind wir durch für heute. Morgen ist aber ein weiterer spannender FIFA-Bundesliga-Tag, denn der nächste Programmpunkt ist ja wie gewohnt die Konferenz. Morgen gibt es das Fernduell im Abstiegskampf. Einerseits der FC Augsburg, der im Derby auf den VfB Stuttgart trifft und parallel will und braucht 96 in der Hauptstadt mehr als nur eine Nullnummer wie in der Hinrunde. Und zum Schluss nochmal der kleine Insider-Tipp. Gerne auf dem Instagram-Account der FIFA-Bundesliga für alle möglichen News, Gerüchte und vieles mehr vorbeischauen. Damit geht die heutige FIFA-Bundesliga-Sendung zu Ende. Morgen, wie gesagt, die Konferenz mit dem Fernduell zwischen Augsburg und Hannover. Wäre cool, wenn ihr wieder dabei seid. In diesem Sinne, wir hören uns. Bis bald und ciao.